Hallo und herzlich willkommen, Genossen. Mein Name ist Dennis und heute habe ich für euch ein Video, das euch wirklich alle, aber wirklich alle interessiert. Und zwar habt ihr schon im Titel gelesen, was hat Black Ops 2 nur falsch gemacht? Und heute werde ich mit euch die größten 5 Themen besprechen, beziehungsweise von der Community entschieden, was die größten Fehler waren, beziehungsweise was das Schlimmste von Black Ops 2 war, was sie auf jeden Fall im nächsten Zombie-Modus ändern sollten. Das werde ich jetzt mit euch besprechen, beziehungsweise das werde ich jetzt in eine Top 5 unterteilen. Deswegen fangen wir direkt mal mit der Nummer 5 an. Ihr kennt alle das Ausrüsten von Transit, von Mob of the Dead und Dyrus. Ja, das ist die Nummer 5. Ganz ehrlich, was haben die Leute sich dabei gedacht, sich eine Stunde lang auszurüsten? Ja, jetzt nicht ganz eine ganze Stunde, aber allgemein, man rüstet sich pro Karte knapp eine halbe Stunde aus. Ich will gar nicht mal von Origins sprechen, wenn man das Easter Egg machen möchte. Da spielt man dann 2 Stunden teilweise. Also, das ist einer der größten Fehler, den die jemals gemacht haben. Ich meine, wie kann man Leute nur dazu zwingen, wenn man Highruns machen möchte, dass sie sich 2 Stunden dahinsetzen, sich ausrüsten und dann erst loslegen können? Vergleichen wir das Ganze mal mit Black Ops 1. Man startet die Karte, man holt sich eine Wunderwaffe, fertig. Man kann anfangen zu zocken. Da ist nichts von wegen Tomahawk holen. Da ist nichts von wegen Stäbe bauen, da ist nichts von wegen keine Ahnung was. Also ganz ehrlich, Black Ops 2 hat es so verschissen mit den High Rounds, dass man kaum Lust hat, eine High Round bei Black Ops 2 zu zocken. Ganz ehrlich, deswegen habe ich bei Black Ops 2 auch so was von weniger High Rounds. Das ist der einzigste Grund, warum ich so wenige High Rounds habe. Und das ist auch der einzigste Grund, warum ich auf Town so eine hohe Runde habe. Es ist einfach deswegen, weil man sich nicht ausrüstet auf Town oder auf Farm oder auf Busdepot. Allgemein, man rüstet sich nicht aus. Und das ist ein entscheidender Grund, warum die Leute sich entschlossen haben, kaum noch High Rounds bei Black Ops 2 zu zocken. Es gibt genügend Leute, die bei Black Ops 2 High Rounds zocken. Aber es sind nicht viele. Vergleich das mal mit Black Ops 1. Es ist einfach zu krass, was die da abziehen damit. Also, ich verstehe es immer noch nicht. Kommen wir mal zu der Nummer 4. Shotguns, ein Messer im Kopf, Totenschädel und Knochen? Was zum Teufel? Wieso? Wieso haben die ein Ranking-System eingebaut? Was soll es uns sagen? Wie können wir es beeinflussen? Wir wissen noch nicht mal, wie man diese Level steigert. Man hat keine bestimmte Vorgabe, was man machen muss, um ein Level abzukommen, sage ich jetzt mal. Und das ist eben diese Sache, weswegen es unnötig ist. Es gibt Leute, die sich einfach bei Dyrus in die Ecke stellen mit dem Slicklifizierer, lassen ihren Kollegen einfach einen Kreis laufen dort, keine Ahnung, wo bei Kistenspot, und töten dann innerhalb 3 Stunden 10.000 Zombies und haben dann Shotguns. Und das soll dann einen guten Spieler ausmachen, ich bitte euch. Shotguns haben gar nichts auszusagen. Und auch ebenfalls so ein Messer im Kopf hat auch nichts auszusagen. Es gibt Leute, die mit einem normalen Totenkopfschädel, die sind besser als Leute mit Shotguns. Also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich von diesem Ranking-System halten soll. Es ist einfach nur purer Scheiß. Und deswegen kommen wir jetzt auch nur zur Nummer 3. Wir alle kennen es, wir sind alle schon 1000-mal dadurch gestorben. Ja genau, ich gehe auf die verschiedenen Zombie-Arten ein. Vor allem auf die Zombie-Walker, weil wir alle sie hassen. Ich bitte euch, was hat das für einen Sinn, wenn Zombies ab Runde 15 oder 20, ich bin mir jetzt nicht sicher, wann diese Zombie-Walker anfangen zu gehen, was hat das für einen Sinn, wenn die einfach anfangen zu gehen und einfach nicht mehr aufhören damit? Damit zerstört man sich einfach nur diese Trains. Man denkt manchmal immer, ja cool, jetzt habe ich meine 24 Zombies hinter mir, jetzt schieße ich rein. Am Arsch! Man hat dann nur 20, weil der Rest der Zombies, die sind am Gehen, die sind am anderen Ende der Karte.
Was, ich bitte euch. Oder diese Golems, die bei Transit euch auf den Kopf springen. Was ist das? Was hat das mit Zombies zu tun? Was zum Teufel hat das mit Zombies zu tun? Was ist das für ein Zombie-Modus? Oder Zombie-Roboter, oh mein Gott. Ey, ich will gar nicht darüber sprechen. Zombie-Roboter, Roboter, hallo, wo leben wir? Ist das ein Zombie-Modus? Nein, es ist schon kein Future-Shit. Ja? Kommen wir mal zu der Nummer 2. Geil, ich habe eine Waffe mit unendlich Munition, die ist bestimmt geil. Nein, es ist scheiße. Am Anfang, gebe ich zu, waren die Wunderwaffen immer alle geil. Alle geil. Gehen wir jetzt mal direkt, fangen wir direkt mal bei der Paralysator an. Nein, am besten bei der Jetgun. Bei der musste man nicht 2 Minuten warten, bis die komplett abgekühlt ist. Nein, man musste dann nur 30 Sekunden warten, bis sie abgekühlt ist. Und dann hat sie sogar noch alle Zombies getötet. Anstatt nur hier 5-6 Zombies. Schön und gut, jetzt gibt es auch einen Trick, wie man die halt nicht zum Abkühlen bringen lässt oder wie das auch immer ist da. Aber trotzdem, das ist doch nicht normal. Oder Slicklifizierer. Früher hat man damit auf den Boden geschossen und die Zombies wurden von diesem Ding infiziert. Auch geil gewesen. Aber es wurde gepatcht, weil was weiß ich warum. Oder die Paralysator, auch so ein geiles Ding. Es hat unendlich Munition. Früher war das Ding wirklich, ohne Scheiß, das war meine Lieblingswunderwaffe. Weil sie einfach extrem lange gut getötet hat. Was ist daraus jetzt geworden? Ein Scheißding ist daraus geworden. Man schießt bei Runde 70, muss man sie 2-mal abkühlen lassen. Komplett abkühlen lassen, damit ein einziger Train stirbt. Ja? Und dann natürlich spielen dann die Leute mit diesen Bassboxen da. Das ist doch, aber dann nochmal diese Sache mit diesen Bassboxen. Sind das die neuen Wunderwaffen? Sind diese baubaren Elemente unsere neuen Wunderwaffen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass sie das bei Black Ops 3, World at War 2, beim nächsten Track-Titel allgemein ändern. Ich mag sowas nicht. Und ich spreche, glaube ich, nicht nur für mich. Ich spreche, glaube ich, für die komplette Community. Was weiß ich, was die sich dabei gedacht haben. Das ist doch nicht mehr normal. Kommen wir zu der Nummer 1. Erinnert ihr euch noch an die Black Ops 1 Stacks? Shangri-La, Moon, Call of the Dead. Moah, perfekt. Einfach perfekt. Sie haben Spaß gemacht. Man konnte sie mit Freunden spielen. Man konnte sie teilweise auch alleine machen. Das Wichtigste war aber, es hat wirklich Spaß gemacht. Was ist bei Black Ops 2 daraus geworden? Nehmen wir mal als Beispiel das Transit Easter Egg. Man hat 3 Schritte, aber dafür 2 Seiten. Aber ehrlich, Jungs, wer von euch hat an einem Stück ein Easter Egg gemacht und hat dann direkt das zweite hinterher gemacht, also die zweite Seite von Richtofen, sage ich jetzt mal, und danach direkt die Seite von Maxis? Ich glaube keiner, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat, dieses Easter Egg. Bei Transit zum Beispiel, das sind 3 Schritte, die man machen muss. Das Ganze hat man in 15 Minuten erledigt. Bei Dyrise ebenfalls, man hat das komplette Easter Egg in, keine Ahnung, 15, 30 Minuten erledigt. Bei Black Ops 1 hangst du da noch 3, 4 Stunden dran. Und oh mein Gott, ich will gar nicht über Billet reden. So, was haben Cowboy, diese Cowboy-Schilder damit zu tun? Mit Zombies, was haben Cowboy-Schilder mit Zombies zu tun? Was? Bitte erklärt's mir, was? Bitte. Ich versteh's immer noch nicht. Das Spiel ist jetzt seit, das DLC ist jetzt schon seit fast 2 Jahren draußen. Versteht ihr, warum es Cowboys abzuschießen gilt? Ich nicht. Das einzigste ordentliche Easter Egg war von Origins. Das gebe ich zu, das war ganz cool. Das hat auch Spaß gemacht, da haben wir auch lange dran gehangen. Aber bitte, die anderen Easter Eggs oder Mob of the Dead, auch nicht schlecht, ne? Nur 4-5 Schritte. Und wenn man rüberfliegt, hat man schon das Achievement bekommen. Ey, ich bitte euch, ja? So, meine Genossen, das war das Video zu Top 5 Dingen, die Black Ops 2 Zombie-Modus falsch gemacht hat. Wenn ihr mir zustimmt, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann schreibt in die Kommentare, warum nicht.
Außerdem könnt ihr mir noch reinschreiben, was Black Ops 2 richtig gemacht hat. Darüber würde ich dann vielleicht auch noch ein Video machen. Und ja, außerdem habe ich diese Fragen von meiner Facebook-Nachfrage entnommen. Ich habe nämlich gefragt, was würdet ihr euch wünschen beim nächsten Treyarch-Titel, beim nächsten Zombie-Modus? Und da habe ich halt diese Antworten bekommen. Daraus habe ich halt eine Community-Liste gemacht. Und ja, daher kommen die ganzen Sachen. Ich stimme den Ganzen voll und ganz zu. Und ich denke, ihr werdet mir auch ebenfalls zustimmen. Und ja, das war's auch erstmal von mir. Bis zum nächsten Video und ciao.